Die Bürgerforen des Europäischen Parlaments bieten den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Anliegen, ihre Fragen zum Thema EU mit Europapolitikern zu diskutieren, wobei auch die regionale, lokale und nationale Ebene eingeladen wird. Organisiert werden diese Bürgerforen von uns in ganz Österreich. In unserer Schule gibt es genauso nicht, dass man viel darüber erfahrt, über Politik, das über EU bis jetzt noch wenig bis gar nichts. Warum gelingt es der Politik so schlecht, das Thema Europa zu erklären? Ich glaube, der Beitritt zur Europäischen Union ist keiner gewesen, der wirklich aus dem Wunsch der Bevölkerung gekommen ist, einer größeren Union anzugehören, sondern es war natürlich in erster Linie eine Frage, einem Wirtschaftsbündnis beizutreten. Nebenbei, so wie der Herr Nowak gesagt hat, war eben das Friedensprojekt. Denen ist wirklich um die Gemeinsamkeit gegangen und wir haben offensichtlich vergessen, dass Wirtschaft deshalb eine große Rolle spielt, weil alle Staaten so eng miteinander verbunden sein sollen, dass sie sich einfach nicht leisten können, an Krieg oder sowas anzufangen. Es ist sicher eine Frage der Transparenz. Es ist sicher auch eine Frage der Transparenz. Das Europäische Parlament ist zum Beispiel sehr transparent. Also wir wissen bei fast allen Abstimmungen, wer wie namentlich abgestimmt hat. Beim Rat der EU, also dort, wo sich die Mitgliedstaaten treffen, auf Ministerebene ist das nicht so leicht. Geografie und Wirtschaftskunde, allerdings Unterstufe, also Hauptschule, da kommt das Thema EU in der 4. Klasse vor und ich weiß, warum Kinder immer sagen, im Gymnasium wird es ähnlich sein, ich habe von der EU nur was gehört. Dann muss es Lehrerinnen und Lehrern auch genehmigt sein, eine politische Meinung zu haben. Ja? Und dann müssen sie in der politischen Bildung gehen, sie wenigstens offen spielen. Das Fach bei uns heißt Geschichte und politische Bildung, nur sehe ich eben, dass die politische Bildung zu kurz kommt. Prinzipiell hat sich etwas gebessert, stimme ich dazu, aber das, was es ja ursprünglich sein sollte, wäre das Fächerübergreifende. Und du hast nicht nur bei Geografie und Geschichte. Wenn was in der Gemeinde nicht so gut funktioniert, dann haben wir schnell einen Schuldigen, das kann sein, die Ebene drüber. Und sozusagen das große, unbekannte Moloch, das ist ganz weit weg. Eine Stunde Flugzeit, Brüssel, und dort laden wir sozusagen wieder den Müll ab. Das ist noch eine Frage. Super. Wir versuchen das in unserem Bereich mit Lehrerseminaren. Wir machen 6, 7, 8, 9 Lehrerseminare im Jahr, das macht das Kraut nicht fett. Was wir auch versuchen, zum Beispiel im Hinblick auf die EU-Wahlen, ist, wir haben eine spezielle Ausstellung entwickelt, die heißt Europa, was ist jetzt? Wollte ich mal sagen, zu dem Thema, meine Stimme wird nicht gehört, das Argument kann man genauso auf der Ebene bringen. Ich bin als einzelner Österreicher, meine Stimme hat kein Gewicht, warum soll ich wählen gehen? Die Frage ist, was ist die EU überhaupt? Ist das nur ein historisches Projekt? Wollen wir jetzt nur Zahlen lernen, wer ist wann beigetreten und wie viele Mitgliedstaaten haben wir? Oder ist die EU etwas, was unser tägliches Leben beeinflusst und was auch wir beeinflussen können? Diese Bürgerforen werden von uns in ganz Österreich organisiert. Kommen Sie hin und diskutieren Sie mit.